Hallo, hallöle und herzlich willkommen zu Exos Sockte Sims. Boah. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Jetzt so kurz vor Weihnachten. Heute haben wir, wenn ich mich nicht ganz irre, den 19.12.18. Oh Gott. Ja, einen Tag später weiter als gestern. Und muss mal kurz mal abpusten. Ja. Ich genieße mal wieder die Schneelandschaft hier. Ich mag diese Kamerafahrten mittlerweile am Anfang. Es ist der absolute Wahnsinn, diese Kamerafahrten. Die machen mich ja noch irgendwann mal irre. Ich muss mal alle so weihnachtliche, winterliche Kamerafahrten mal zusammenschneiden. Oder mal generell alle Kamerafahrten. Mal so die Jahreszeiten. Wenn ich das mal hier so letztes Mal so am Ende so aufgenommen habe, durch ein ganzes Jahr mal die ganzen Kamerafahrten. Damit man immer mal so die Unterschiede sieht von den Kamerafahrten, die ich hier veranstalte. Ich mache sie ja auch mal unterschiedliche Höhen. Jetzt haben wir sie so auf der Lampenhöhe gemacht. Anderthalb haben wir mal ein bisschen niedriger gemacht und. Und eigentlich wollen wir in die Richtung hin. Da, ich habe jetzt total hier verfahren. Da hinten ist es. Ja, so eine Kamerafahrt. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Versuche mich gerade zu erinnern. Ah ja, wir waren dabei stehen geblieben, dass Kitty und Icke, also Icke und das Kitty, also die beiden da, eine Schneeballschlacht machen. Und ich würde mal sagen, wir machen sie mal DirectX weiter. Oh Gott. Ja, Husten wird nie besser. Husten, wir haben ein Problem. Ja, räuspern Sie mal durch. Danke sehr. Gut. Was mir natürlich auch wieder sehr gut gefällt, was man hier auch wieder sehr schön sieht. Ich hinterlasse Fußspuren. Naja, Kitty auch, aber ich bin hier gerade ein bisschen präsenter und näher wesentlich in der Kamera. Und ja, du musst nicht erst dahin schmeißen, wenn sie erst dahin geht, du irgendwo dazwischen. Ja. Ja, das ist klar, dass Kitty sowas macht. Oh, das war abzusehen. Ja. Und ja, der ging aber auch daneben. Dafür, dass sie so mittlerweile hochentwickelt ist, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass sie da vorbeischmeißt. Ich könnte wetten, das hat sie mit Absicht gemacht, um mich nicht zu demotivieren. Das wäre schon eine Möglichkeit. Okay, aber gut in Pose geht sie. Wer weiß, wo sie das hat. Ich glaube, die hat genug Overwatch gezockt oder so. Ja, da hat sie DVA gezockt oder sowas. Naja, Kitty als DVA könnte man sich vorstellen. Das wäre ja absoluter Hammer. Blizzard ruft bei mir an. Hallo Exos, wie sieht's denn aus? Wir würden gerne Kitami als DVA haben. Naja, wie sieht's denn da aus? Ne? Gibt da ein paar Keys für meine Zuschauer? So, na, ein paar mehr. Gut, machen wir mal eine große Verlosung, dauern so Senden auf Twitch und dann gibt's ganzen Keys raus. Nee, aber Blizzard wird da bestimmt nicht anrufen. Nein, das glaube ich nicht. Unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich. Ja. So. Habe ich jetzt eigentlich mittlerweile getroffen? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich vorbei geworfen, ich getroffen. Ah, ja, ich kann auch solche Posen, sehr interessant. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ja, was ist los? Exos, ey, ich werde nicht jünger. Aha, es ist Ende, okay. Die Show ist zu Ende. Was will ich denn da machen? Durch Scherzgeschenk ersetzen. Boah, was mach ich denn hier? Durch Scherzgeschenk ersetzen. Kann man die öffnen oder was? Geschenk hinzufügen. Geschenk öffnen. Geschenk öffnen mit. Was kann man denn machen? Achso, man kann. Achso, ah, ich verstehe. Scherzgeschenk. Die hier auch? Das sind ja diesmal dann echte Geschenke. Leute, ich weiß gar nicht, was drin ist. Das ist ja mein Ding. So, on the Mucke. So, jetzt gern wir mal schauen, was ist denn mit Jenny los? Jenny ist verzweifelt. Ja, los, Jenny. Ja, ich bin ja wieder da. Ich ziehe mir erstmal was anderes an. Pass mal auf, Jenny. Ich ziehe mir erstmal was anderes an, damit ihr ein bisschen wärmer, Outfit ändern. Was haben wir denn hier Schönes? Oh ja, wir können ja so langsam auf diese Mode gehen, ja. Juhu, passt schon. Und dann können wir uns mal ein bisschen um Jenny kümmern. Beziehungsweise wir können ja mal doch gemein sein. Wollen wir gemein sein? Passt mal auf. Ich will mal was gucken. Ich will mal was gucken, ob wir Jenny verweihnachtlichen können. Ja, schau mal nach. Arme Jenny.
So, wir gehen mal auf Outfits planen. So. Schubidubidu, wo bin ich? Wo bleib ich? Wo geht's hin? Da räume ich an. Ja. Ja, yeah, die Häschen sind wieder da. Die Weihnachtshäschen. The Bunny Xmas. Gut. Lade, 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 Screen. Und dann Fritz sind wir auch schon da. So, jetzt gucken wir mal hin. Kopfbedeckung, habe ich gesagt. Da ist es nicht. Wie ging denn hier Kleidung bei Tiere? Sowas nicht, sowas. Ah, ja. Tierkleidung. Dann haben wir Hüte. Hey, da nichts Weihnachtliches. Schade. Ich hätte Jenny doch gerne was Weihnachtliches verpasst. Ja, so Samurai-mäßig. Wir sind was Rotes. Samurai Pizza Cat. Kennt ihr noch Samurai Pizza Cat? The Taco Day. Lecker. Der ist schon schimmelig. Mann, was für eine flotte Biene. Jenny als Drache. Geht sogar in schwarz. Die Augen sehen ein bisschen panne aus. Die armen Augen. Eine Sushi-Cat. Ja. Oberteile. Ist da was Weihnachtliches dabei? Ah, nicht ganz. Wa? Das wäre weihnachtlich. Aber leider keine Mütze. Wir haben keine Weihnachtsmützen. Oh ja. Ich weiß, ich bin böse. Ich weiß. Ich bin ein böser YouTuber. Ja, okay. Aber da muss Jenny ein bisschen durch. Ist ja auch nicht viele Folgen. Sind ja nicht viele Folgen. Ist ja bis Silvester dran und dann ist es durch, wa? Schau mal, wie sieht's denn aus? Oh, ist das niedlich. Ist das niedlich? Gleister, das ist wirklich niedlich. Gut. Ja. Oh, ja. Jetzt wird's aber richtig verwirrt. Kitty kümmert sich um Jenny. Ich komme jetzt gleich an. Da will man doch Katze sein, ne? Der Zylinder sieht aber echt hammer aus. Mann. Eine Lieblingsstelle kratzen. Oh ja. Wenn dort keine Liebe ist, dann ist ich auch nicht. Hier habe ich ja auch noch mein Dings hier. Ich muss jetzt erfolgreich 2 Fehlverhalten korrigieren. Das werde ich dieses Jahr nicht mehr schaffen. Oh ja. Das schaffe ich dieses Jahr definitiv nicht mehr. Jenny. Können wir nochmal mit dem Laserpointer spielen? Wir spielen nochmal mit dem Laserpointer. Oh je, ich habe eine Macke. Definitiv eine. Oh ja, ich bin so irre. Ja, da geht's dann, ne? Schön. Ja, Jenny, komm her. Na, sammel mal. Ja? Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Komm her, ja. Wo ist die Maus? Ja! Du hast die Maus, da ist sie. Gut, weiter. Na? Ist gar nicht so einfach, ne? Ja, wow. Warte mal, ich könnte sie jetzt Simstagram-tieren. Warte mal. Machen wir mal so. Tatsächlich, warte mal. Dann ist es eigentlich von. Eigentlich wäre es von einer anderen Perspektive besser. So ist es nicht so gut. Egal wie man es dreht und wendet, das irgendwie haut das nie immer hin. Wo ist die denn jetzt eigentlich? Die ist da oben. Sie ist da oben. Warte mal. Kriegen wir sie hier runter auf die Seite? Hier hin teleportieren. Mach mal hin, ne? Warte mal. Und ich spiele nochmal mit der Jenny.
Laserpointer, wartet mal. Jetzt müssen wir es auch hinkriegen. Freundlich. Mehr Auswahl. Liebe spüren. Oh, können wir auch machen. Gibt es 250 Punkte. Das sind ganz schön viele. Oh, oh, oh. So, wo bleibt jetzt Kitty? Da ist er. Okay, jetzt können wir wieder auf Kitty umschalten. Und Kitty macht dann Simstagram-Tier. So, mal gucken, was wir von der Seite besser hinkriegen. Wow, ja. Teleportation abgeschlossen. Wo gehst du denn jetzt hin? Auf ersten Schnee reagieren. Vor allen Dingen reagierst du auf ersten Schnee. Das ist echt super. Kimiau. Okay, nochmal. Freundlich. Wo ist jetzt Simstagram-Tier? Schnallt nicht. Und ich hab's bestimmt wieder. Warte mal. So. Ja, da hab ich's wieder. Jetzt ist es aber irre. Da ist es doch jetzt. Okay. Warum krieg's zwischen eine Beine? Bin ich zu blöd dafür? Ich habe jetzt sie angeklickt. Anscheinend wird nicht die Position des Fotografierenden genommen, sondern die Position von ihr. Also sie guckt jetzt sozusagen in die Richtung eigentlich als Ausrichtung. Oh Gott. Wie blond ist das denn? Warte mal. Kann ich sie denn belehren auch? Weil ich soll ja belehren. Warte mal, mehr Auswahl. Übers Hochspringen, über Dings belehren. Warte mal, wenn ich jetzt zweimal klicke. Mal gucken, ob ich das System natürlich austrickse. Musst du doch zählen. Aha. Aber irgendwie hat es gar nicht gezählt. Obwohl es da oben gezählt hat. Nicht einfach. Tanzen. Ich will tanzen? Wo will ich tanzen? So, aber du darfst was ganz anderes machen. Was willst du denn machen? Tanzen. Och. Es ist sehr schön, dass du tanzen willst. Du darfst aber bitte mal joggen. Oh, schneit draußen. Du darfst definitiv joggen gehen. Hallo. Jetzt geht's ab. Das Grün passt absolut hier zu der Weihnachtsdeko. Fällt mir gerade mal so richtig auf. Das ist die Weihnachtsdeko. Jetzt hier noch ein paar Tannenzweige an den Ohren, dann geht das schon. Oh, hört ihr den Wind? Ich könnte gleich auch noch mal joggen gehen, ne? Oh ja. Oder ich gehe morgen joggen. Wäre auch eine Möglichkeit, weil wenn ich so auf die Uhr gucke, werden wir das heute nicht mehr schaffen, ne? Aber ich genieße das gerade richtig. Hammer. Den Wind so höre, den Schnee da, der so runterfällt. Das Geräusch vom Laufen im Schnee. Oh. Einfach köstlich. Hier muss aber auch jemand anderes schon lang gelaufen sein. Da sind auch andere Fußspuren. Scheint eine Menge Leute unterwegs zu sein bei dem Wetter. Oh. Das ist ja verständlich, ne? Ob es so eine Art Schneelauf-Simulator gibt? Könnte man dann einfach mal so durch den Schnee laufen, ne? Ich komme auf Ideen, ne?
Dürfte nicht Spieleprogrammieren sein. Ich hatte sowieso noch eine andere Idee. Ich wollte so eine ganz geile Sache machen, so eine Verarschung auf diese ganze Simulatorengeschichte. Wollte ich eigentlich was machen, aber dazu bräuchte ich eine Kamera. Der Rest ist ein Witz, aber eigentlich müsste ich mir irgendwie mal irgendwo eine Kamera besorgen, Kamera leihen oder keine Ahnung. Und dann würde ich euch mal so einen richtig geilen Simulator präsentieren. Der wäre absolut der Hammer. Ach, guck mal, der Schneeengel liegt da immer noch. Keine Ahnung, wie lange der liegen bleibt. So, da sind sie beide am warmen und kuscheligen. Und während sie sich so genüsslich an den Kühlschrank bewegt, würde ich mal sagen, wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft, würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen am 20. wiedersehen. Und in dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Cheri-oh.